Jetzt willkommen zum neuen wieder auf meinem Kanal Kia Legan. Heute in dieser Folge habe ich mir eine eigentlich relativ ruhige Folge vorgestellt. Ich möchte nämlich heute ein paar organisatorische Sachen machen. Oder wie man das Wort ausspricht. Denn, wahrscheinlich heute, den größten Jumpscare im Video gehabt. Den ich jemals auf meinem Kanal gehabt habe. Da werden sicher bald noch mehr kommen, aber das war schon für meine Verhältnisse krass. Also, falls ihr ein Best-of von Grusel macht, das muss mit rein. Auf jeden Fall möchte ich auch mal wieder mit dem Jungen sprechen, weil mit denen haben wir schon seit ein paar Folgen nicht mehr geredet. Ich hoffe, ihnen geht es noch gut. Das Monster sollte ja eigentlich nicht da sein, weil er braucht ja eine physische Form, damit er leben kann. Deswegen sollte er gerade eine Art sollte sich versuchen zu organisieren. Und ja, bis jetzt verschwindet noch kein Haus. Liegt vielleicht daran, dass keiner es haben möchte. Hier, der Brunnen sieht auch schon nicht mehr so aus, wie er früher mal war. Gehen wir mal rein in die gute Stube. Ah, das Inventar, das ist schon. Oh. Hi, Green, hörst du mich? Hilfe! Du hilfst mir nicht, du bist mir null. Hilfsbereit. Ja, ich möchte dich retten, ne? Aber ich kann es nicht. Wie soll ich dich retten? Ich weiß es nicht. Du bist die stärkste Person im Umkreis. In welchem Umkreis? Überall. Das ergibt keinen Sinn. Oh, ich habe gerade gedacht, hier ist wieder ein Jumpscare. Warum du gerade wegschubst? Okay. Ich möchte dich ja versuchen zu retten. Ich habe mit deiner Seele gesprochen. Bring sie zurück irgendwie. Es gibt nur ein Item, was die Barriers zerstören kann. Eine Lehnung. Spitzhacke. Eine Lehnung Spitzhacke. Ist dieser Block da, an dem dein kontrolliertes Ich arbeitest? An dem dein kontrolliertes Du arbeitest? Ja. Okay, wie komme ich da rein? Durch die Kanalisation. Und wie baue ich den Block ab? Das musst du selbst wissen. Okay, also fest steht, ich werde dich bald wieder sehen, oder? Ja, schon seit Anfang des Projektes vermisst, ne? Ja, stimmt, als wir gekommen sind, da haben wir diese vermissten Schilder ja gesehen. Mit vermisst Green. Der sieht jetzt nicht mehr so green aus, jetzt sieht er irgendwie so braungrün aus. So ganz altes Grün, so dass man fast nicht mehr erkennt. Eigentlich schon mehr braun, gelb und so. Ein Sofa blasses Grün. Oh, das hört sich komisch an, das Geräusch. Ja, hier ist keiner. Gibt es hier irgendwen? Weil ich meine, Doktoren, obwohl. Nee, ich wollte gerade sagen, Doktoren sind nicht beliebt. Fragt mal RTL, ob Doktoren beliebt sind. Wenn die RTL-Mitarbeiter sagt, dass Doktoren nicht beliebt sind, dann schlagen die dich ins Grab. Es regnet schon wieder. Ich kotze im. Es ist sofort wieder gewachsen, Alter. Ich glaube es nicht. Wir sollten uns wirklich mal einen Garten machen.
Haben wir noch so viel Zeit? Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Wer weiß, vielleicht ist es morgen schon vorbei und vielleicht sterben wir morgen alle. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Er wird auch gutes Lied. Wer weiß, wer weiß. Gibt es das Lied vielleicht schon? Müsste ich nur meine Klasse fragen. Die kennen die Musik aus, ich nicht. Mal wieder haben wir 100 Milliarden Beeren. Die sind wirklich einfach zu farmen. Was können wir noch machen? Wir könnten, ja, rein theoretisch ins Nachbarsdorf gehen und gucken. Was? Was ist da? Junge? Was ist da? Junge und Mädchen. Wahrscheinlich Jungs, aber. Oh mein Gott! Also, ich sag. War das schon davor da? Nee, das hätte ich bemerkt. War hier eine Nuklearexplosion? Atombombe? Aus dem Zweiten Weltkrieg oder was war hier? Oh, ganz viele Level. Was ist das? Oh, cool. Also, ich merke schon, man sieht hier in dieser Welt, fängt es langsam an, sehr seltsam und mysteriös zu werden. Da entsteht eine Spannung zwischen mir und dieser Welt, und zwar eine sehr schlechte. Aber warum zum Teufel ist denn hier ein Ries? Ist hier ein Meteorit eingeschlagen? Oder gab es irgendwelche Hinweise im Tagebuch? Weil ich möchte jetzt ungern wieder hin, ne? Weil Jumpscare-Gefahr. Es wird Nacht. Da sollten wir besser uns hier wegschleichen. Die ganze Zeit irgendwelche Stimmen. Ja. Und das habe ich ja letzte Folge noch gar nicht angesprochen. Es kam ja das 100 Abonnenten Special raus und ich habe jetzt seit dem 100 Abonnenten Special eine Art Mitglied, also kein Mitglied, was man wer das bezahlt, sondern einfach so eine Art Moderator. Und so eine Art Bot oder so, ich kann ich also ein Moderator halt. Und genau an dem Tag hat mein Pro YouTube, oder wie ging der, eine Beleidigung gegen, also was heißt Beleidigung, halt eine Beleidigung mich ausgehauen. Er hat, aber was war das? Also ich habe es mir leider nicht gescreenshottet. Jetzt hält Kommentar, screenshotte ich eigentlich ab, ne? Weil ich möchte mal irgendwo so ein Hater-Video machen. Hätte ich mal Bock drauf. Ich mache das nicht, damit, weil ich mich über die beschwere, sondern weil ich es lustig finde. Wie kommt man auf solche dumme Ideen? Ist ja eigentlich schon, ist ja eigentlich Cybermobbing, ne? Aber er hat geschrieben, Digga, du bist erst 6 und machst so eine Scheiße. Irgendwas hat der geschrieben. So, was eine Art. Er hat das geschrieben und am Ende stand er dann noch, ne? Aber trotzdem Glückwunsch zu den 100 Abos. Wie dreist ist man? Also, ich habe mal geguckt. Also, der schreibt in. Als ich habe ja früher ein Video gemacht.
die goldene Frage oder eine goldene Frage, wo ich gefragt habe, ob ich noch einen Song machen soll. Da hat er geschrieben, ey, mach mal einen Song gegen mich, einen Diss-Track. Und da habe ich geherzt, ich habe das wieder geherzt, weil solche Leute werde ich nicht danach dulden. Danach, nach 20 Minuten, hat dieser Moderator den halt auch aus dem Kommentar für 3 Monate gebannt. Das heißt, er kann einen Kommentar zwar schreiben, aber niemand wird hier von euch sehen. Deswegen steht bei, gerade in meinem im Augenblick, am 12.10. um 18:04 Uhr, steht in den Kommentaren vom 100-Abo-Special, was 34 Minuten lang geht, auch 4 Kommentare, obwohl in den Kommentaren nur 3 sind. Das kann ich euch erklären. Das heißt, wenn ihr mich beleidigt, dann hängt es ganz allein von mir ab. Mir wird das zugeteilt. Und dann entscheide ich, was für eine Strafe ihr bekommt. Oder ob ihr eine Strafe bekommt. Weil da finde ich schon 3 heute gewesen. Und oh. Da wird die Batterie leer gehen. Da muss ich wohl was dagegen tun. So, zack. Und da habe ich zurückgeschrieben. Also ich habe nichts zurückgeschrieben, aber ich konnte, also beim Bann ist jetzt so, dass wenn der Moderator dann einen Bann zuteilt, dann muss ich halt die Gründe hinschreiben und ich darf noch eine kleine Info dazu schreiben. Ihr kennt ja, ich habe ganz, als ich klein war, habe ich früher solche Videos von Sky Guy geguckt. Das ist mir peinlich, aber als so, weiß nicht, wie alt war, 6, habe ich die geguckt. Oder nee, nicht 6, da gab es die doch gar nicht. Aber auf jeden Fall ganz früher in diesen Zeiten da, wo die immer solche Dings gemacht haben. Und da gibt es ja das auch sowas. Auf jeden Fall, da habe ich Grund Beleidigung, weil das schon, ich finde, also es nervt mich schon, also da, nur anhand einer Stimme und anhand einer Größe zu sagen, wie alt man ist, das nervt mich. Ich bin halt nicht so groß. Und außerdem, die Menschheit heutzutage ist viel zu groß. Hier in meiner Schule, ein 11-Jähriger, die 5-Klässler, die sind 1,60 Meter groß. Das ist unnormal. Aber das checken manche nicht. Habe ich zurückgeschrieben. Also in die Info. Ich werde dich jetzt bannen und ich bin bestimmt, also, ach Mann, jetzt. Okay, jetzt werde ich es aber wirklich richtig erklären. Ich habe geschrieben, 6 Jahre, ich bin wahrscheinlich doppelt so alt wie du. Habe ich zurückgeschrieben. Und dazu habe ich dann auch noch geschrieben, mit 6 Jahren bin ich bestimmt auch mehr als älter als du, beziehungsweise das Verhalten. Das habe ich dann zurückgeschrieben, dann habe ich ihn für 3 Monate gebannt und ja, in 3 Monaten, da werde ich sein Bann wieder aufheben, da kann er wieder Kommentare schreiben. Ganz lustig, ich habe ihn nie abonniert, obwohl er ganz oft Kommentare geschrieben hat, aber ich hätte ihn dann eh wieder deabonniert, weil ich habe noch nie, also zumindest kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe noch nie jemanden gehatet. Okay, bei Darkwing, da bin ich ein bisschen ausgeflippt. Früher, als er behauptet hat, ich hätte ihn geprankt, was ich eigentlich immer noch nicht getan habe, Darkwing. Aber ja. Aber da habe ich ihn noch nicht gehatet, richtig. Ich habe nur meine eigene Meinung gesagt, weil das war sie wirklich. Okay, dann würde ich sagen, das war's dann auch mit der Folge. Ich glaube, ich werde die Folge nennen, eine Explosion bei der Laberstunde 2. Ja, irgendwie so. Ja, okay. Okay, dann danke fürs Zusehen. Bye, bye und ciao. Leute, ich habe noch nie bye, bye fürs Zusehen gesagt. Und dazu muss ich noch sagen, in meiner Schule, da ist es so, in meiner Klasse, da bin ich, die dicke Bärda. Meine ganze Klasse oder fast die ganze Klasse sind meine Kinder. Und da gibt es Premium-Kinder. Ah ja, die dicke Bertha ist ja gestorben. Jetzt ist die dicke Helga. Nachname ist übrigens ist Fett.
Und die Helga, die Bertha ist gestorben wegen Fettleibigkeit. Helga ist die Schwester. Und es gibt halt Premium-Kinder, weil ich mag diese ganzen Kinder nicht, Bertha auch schon nicht. Und es gibt halt Premium-Kinder. Es gibt dann einmal den Herbert, die Hildegard und dann gibt es noch den Carlos. Und die Helga, die hat jetzt sogar einen eigenen YouTube-Kanal. Und das wollte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Aber ich mache gerade einen Song über diese Premium-Kinder. Und ich habe den sogar schon fertig geschrieben an einem Tag. Dauerte eine halbe Stunde so. Soll ich den mal in einem Video mal zeigen? Vielleicht sogar heute? Was meint ihr? Bye bye, ciao, Leute!